In meinem heutigen Video möchte ich euch gern zeigen, wie ihr ein leckeres Eierlikör-Eis in so tollen Schokoschalen hinbekommt. Und dann werdet ihr auch gleich noch sehen, was bei diesen Schokoschalen noch schiefgegangen ist. Auf jeden Fall, das Eis ist sehr lecker, die Schokoschalen gehen besser, aber das seht ihr ja gleich im Video. Viel Spaß beim Zuschauen! Heute gibt es bei mir ein leckeres Eierlikör-Eis in der Schokoladenschale. Und die Schokoschale, die mache ich mir auch gleich selber. Dafür habe ich hier Kuvertüre, die muss ich zerkleinern. Ich könnte es jetzt einmal mit dem Messer machen. Ich bevorzuge den Hammer, damit geht es nämlich auch. So, jetzt die Schokolade zerkleinern. Drei Viertel von der Schokolade kommen hier in die Schale. So, die werde ich mir gleich erwärmen. Und den Rest brauche ich nachher zum Temperieren, aber das erkläre ich euch nachher. Jetzt stelle ich die Schokolade erstmal auf den Herd, dass die schön langsam schmilzt. Dabei darauf achten, dass da auch kein Wasser reinkommt, denn Wasser und Schokolade vertragen sich nicht. Schokolade ist auf Fettbasis und dann würde es eben, wenn Wasser reinkommt, anfangen zu krümmeln. Deswegen hier vorsichtig sein, kein Wasser da rein. Die restliche Schokolade lege ich noch beiseite, die brauche ich erst später. Und dann geht es zu meinem Eierlikör-Eis. Dafür brauche ich Milch. Und zwar habe ich dafür 400 Gramm. So, 350 Gramm in etwa kommen in den Topf. Dann habe ich 120 Gramm Zucker. Da kommt auch die Hälfte rein. Und den Topf stelle ich dann schon mal auf den Herd und lasse ihn einmal aufkochen. Zur Bindung habe ich drei Eigelbe. Dazu kommt der restliche Zucker. Die restliche Milch. Dann habe ich hier noch 8 Gramm Stärke, die rühre ich mir da auch gleich mit rein. So, also wie gesagt, die Stärke da auch mit dazu. Wenn ihr das Rezept nachlesen wollt, unten in der Videobeschreibung steht das Rezept und da ist auch der Link zu meiner Webseite. Da ist dann auch die Anleitung und da findet ihr dann alles, was ihr braucht. Sobald sich die Stärke dann aufgelöst hat und die Milch kocht, kommt diese Mischung in die Milch rein, denn damit binde ich das Ganze jetzt ab. Die Milch kocht gerade auf, da kommt jetzt eben meine Mischung rein. So. Und das Ganze lasse ich jetzt einmal aufkochen und dann so für 1-2 Minuten köcheln, damit dieser Stärkegeschmack verschwindet und die Stärke auch die Chance hat, gut zu binden. So. Und keine Angst, den Eiern passiert nichts, denn durch die Stärke können die nicht gerinnen und von daher ist das eine optimale Mischung. So, damit ist meine Grundmasse schon mal fertig. Die hat jetzt richtig schön gebunden, ist auch schön schaumig geworden. Die stelle ich jetzt noch beiseite, die muss jetzt erstmal abkühlen, aber wir müssen uns jetzt eh um die Schokoschalen kümmern, von daher hat die gut Zeit, jetzt in Ruhe abzukühlen. Die Kuvertüre schmilzt langsam, ja, dauert aber noch einen kleinen Moment, es sind noch ein paar Klümpchen drin. Also die Schokolade ist jetzt schon mal geschmolzen, so, gut abtrocknen. Die ist jetzt allerdings noch zu heiß, deswegen werde ich sie eben mit meiner restlichen Schokolade temperieren. Das heißt, ich kühle sie damit runter und dadurch bekommt sie nachher auch so einen richtig schönen Glanz. So, und die Schokolade mische ich jetzt einfach so lange, bis die erhitzte Schokolade abgekühlt ist und die andere Schokolade geschmolzen ist. So. Und da das jetzt noch einen kleinen Moment dauert, kümmern wir uns in der Zwischenzeit um die Luftballons. Denn ich mache das Ganze mit Luftballons. Da habe ich extra so Wasserbomben-Luftballons. Nur das Problem ist, die sind extrem schlecht aufzupusten. Ich habe es gestern probiert, also fast der Kopf geplatzt. Deswegen habe ich mir einen Trick überlegt. Und zwar nehme ich so eine Wasserflasche, die hat hier vorne eben so ein kleines Mundstück. Da stülpe ich den Luftballon drüber. So. Und dann puste ich es auf. Okay, der nächste klappt besser. So, diesmal mit festhalten. Und dann zack. So, und dann habe ich nämlich auch gleich die richtige Größe, die ich gleich für mein Osterei haben möchte, beziehungsweise für meine Schokoschalen. So, das gleiche mache ich mit den anderen jetzt auch. Und so geht das auf jeden Fall sehr einfach,
ohne dass man aus der Puste kommt. Das Schöne an diesen Wasserbomben-Luftballons ist, die sind schön klein. Dann habe ich nicht nachher so eine Riesenschale, sondern schöne kleine. Das sieht irgendwie netter aus. Und man kann es dann portionsweise abfüllen. Finde ich auch ganz praktisch. Zwischendurch die Schokolade mal wieder umrühren. So. Ja, die ist gleich auch schon fertig. So, als nächstes geht es dann ans Formen. Und zwar nehme ich dann die Luftballons, tauche die hier in meine Schokolade ein. So. Ich lasse die auch nicht wirklich abtropfen, denn so entwickeln die unten einen kleinen Fuß und die bleiben nachher besser stehen. So, ha, perfekt. Damit sind meine Ostereierschalen schon fast fertig. Die packe ich jetzt in den Tiefkühlschrank, dass die Schokolade richtig schön abkühlt und auch richtig fest wird. Und dann hole ich die Luftballons da wieder raus. Ihr könnt übrigens in diese Schalen nicht nur Eierlikör-Eis reinfüllen, sondern auch viele andere Sachen. Also zum Beispiel jetzt einfach nur Sahne oder andere Eissorten. Erdbeereis, wenn es für Kinder ist, ist auch eine sehr feine Sache. So, ich friere das Ganze jetzt ein, damit ich die Luftballons gleich aus meinen Schalen rauskriege. Meine Grundmasse ist jetzt auch soweit abgekühlt. So, da kommt jetzt noch der Eierlikör rein. Und zwar brauche ich davon 120 Milliliter. So, dann noch einmal durchrühren. Und dann brauche ich noch geschlagene Sahne, 200 Gramm. Die schlage ich mir noch gerade auf. Meine Sahne auch aufgeschlagen und die hebe ich mir jetzt hier unter meine Eierlikör-Grundmasse. Schön vorsichtig unterheben, dass möglichst viel Luft drin bleibt. Damit ist meine Eismischung schon mal fertig und jetzt geht es an die Schokoladenschalen. Die hatte ich jetzt für 15 Minuten im Eisfach und jetzt hoffe ich, dass das Ganze hält. So, einmal einschneiden. Ha! So, vorsichtig rausholen. Damit habe ich den ersten schon mal draußen. Der hat allerdings ein kleines Loch in der Mitte. Ich hoffe, dass das bei den anderen nicht der Fall ist. Gut. Also das Rausholen ist schon eine ganz schöne Pittelarbeit. Man muss aufpassen, dass dann die Schalen nicht in den Fingern wegschmelzen. Also ich muss gestehen, ich habe mir das Rausholen von dem Luftballon etwas einfacher vorgestellt. Ich habe nicht gedacht, dass die so festkleben. Vielleicht hat man die vorher mit Trennfett oder so einspülen müssen. Das probiere ich dann beim nächsten Mal. Also bei dem Kleinen hier, der will gar nicht raus. Also der Kleine hier, der ist leider kaputt gegangen beim Rausholen. Bei den anderen ging es, aber es ist doch eine ganz schöne Pittelarbeit. Von daher, wenn ihr irgendeinen Tipp habt, dass die leichter rausgehen, sagt mir gerne Bescheid. So, die werden jetzt befüllt. Da kommt jetzt eben meine Eierlikörmasse rein. Schnell einfrieren, bevor noch alles rausläuft. Meine Schokoschalen, also die, die auch ganz sind, die sind soweit gefroren. Und das Eis schmeckt auf jeden Fall extrem lecker. Aber was ich noch sagen wollte, ich habe jetzt noch einen Test gemacht. Da habe ich den Ballon mit Trennfett eingespult und dann eben die restliche Schokolade noch drum. Und da ging der Ballon wunderbar raus. Also von daher mit ein bisschen Trennfett einspülen und dann funktioniert das Ganze noch viel besser. So. Damit sind wir am Ende des Videos. Falls ihr noch weitere Tipps habt, wie man solche leckeren Schokoschalen machen kann, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. So,
damit sind wir am Ende des Videos. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin viel Spaß beim Eismachen.